Moin, willkommen in Hamburg. Ich habe euch heute ein Modell eines Elektro-Lkw mitgebracht, so wie sie demnächst auf dem E-Highway zwischen Lübeck und Rheinfeld fahren werden. Dieser Abschnitt der Autobahn A1 wird mit einer zweipoligen Oberleitung überspannt. Die LKWs bekommen Batterien und sogenannte intelligente Stromabnehmer, die dem Verlauf der Oberleitung folgen, auch wenn der Fahrer mal nicht ganz die Spur hält, oder die sich auch bei Bedarf absenken, wenn der LKW zum Beispiel überholt. Die Oberleitung in diesem Modell, das ihr gerade gesehen habt, ist stark vereinfacht. Ihr haltet das jetzt für einen verspäteten Aprilscherz oder für einen Fake? Nein, die Teststrecke ist praktisch fertig. Für September 2019 ist der Beginn des Betriebs geplant. In der Nähe der Autobahnausfahrt Rheinfeld liegt der eine Endpunkt der Teststrecke. Die Fahrdrähte sind am Ende abgespannt. So sieht die Teststrecke aus, wenn man sich auf der Landstraße der Autobahn nähert. Wenn man nicht so genau hinsieht, könnte man auf den ersten Blick denken, dass da eine elektrifizierte Bahnstrecke durch die Landschaft führt. Hier fährt ein Diesel-Lkw der Spedition Bode, die an dem Test beteiligt sein wird. Bode nutzt oft den kombinierten Verkehr. Die Auflieger sind auch häufig auf der Bahn unterwegs. Wenn wir hier einmal heranzoomen, sind die Spannwerke mit den Gewichten gut zu erkennen. Mit ihnen werden die einzelnen Fahrdrahtabschnitte gespannt. Das ganze System hat viel Ähnlichkeit mit der Oberleitung einer Eisenbahn. So sieht die zweipolige Oberleitung aus der Nähe aus. Bei Rosenhagen führt die Autobahn A1 unter der Bahnstrecke von Hamburg nach Lübeck hindurch. Die zweigleisige Bahnstrecke ist seit dem Jahr 2008 elektrifiziert. Ist es nicht sinnvoller, die Güter hier unter der Oberleitung zu befördern? Natürlich ist es laut, wenn ein Zug neben mir entlang fährt und ich stehe in dem Moment direkt neben der Bahnstrecke. Sobald der Zug vorbeigefahren ist, höre ich aber wieder den Lärm der Autobahn und der ist durchgehend genauso laut.
Einsatz von Elektro-Lkw mit Oberleitung soll den Güterverkehr umweltverträglicher machen, weil die Fahrzeuge weniger CO2 und andere Abgase ausstoßen. Der Lärm an der Autobahn wird aber kaum vermindert. Er entsteht nicht nur durch die Lkw-Motoren, sondern auch durch Windgeräusche und Abrollgeräusche der Reifen. Beides sorgt auch dafür, dass der Energieverbrauch von 20 LKWs höher ist als der eines Zugs mit 20 vergleichbaren Güterwagen. Auch dieser Güterzug ist höchstens so laut wie der Autobahnlärm, der im Hintergrund zu hören ist. Das Geräuschargument spricht also nicht dagegen, mehr Güter auf die Bahn zu bringen. Wie sieht es nun mit anderen Zügen aus? Dieser Intercity ist zum Beispiel relativ leise. Hier habt ihr noch einmal den Vergleich von einem anderen Standort aus. Und hier kommt noch mal ein Bode-LKW. Der dänische Eurocity ist deutlich leiser als die roten Doppelstockzüge von DB Regio. Der ICET ist sogar so leise, dass man immer noch ein bisschen vom Autobahngeräusch hört, wenn er gerade vorbeifährt. Politiker und Politikerinnen der meisten Parteien behaupten immer wieder, dass sie gerne mehr Güterverkehr auf die Schiene verlagern würden. Tatsächlich werden aber nur wenig Bahnstrecken neu gebaut oder ausgebaut. Stattdessen ist Deutschland von einem dichten Autobahnnetz durchzogen wie nur wenige andere Länder. Daher mein Appell, liebe Leute in der Politik, steuert doch endlich um. Sagt nicht einfach immer nur, ja, wir sind durch europäisches Recht daran gebunden, bestimmte Arten des Verkehrs zuzulassen und wir dürfen die Schiene nicht bevorzugen. Wenn das nicht geht, dann setzt euch eben auf europäischer Ebene in den entsprechenden Gremien dafür ein, dass die entsprechenden Gesetzesänderungen möglich werden.
Ich weiß, bei Grünen und Linken renne ich damit offene Türen ein, aber der CDU, CSU, SPD und FDP kann man das ruhig immer mal wieder ans Herz legen. Als Beispiel fällt mir die Bahnstrecke von Wittenberge über Dömitz nach Lüneburg ein, im Bild lila. Sie könnte eine Entlastungs- und Umleitungsstrecke für die Bahn Hamburg-Berlin sein, hier in Rot, jedenfalls für den Abschnitt zwischen Hamburg und Wittenberge. Zurzeit gibt es als Umleitung nur die Strecke über Uelzen und Salzwedel, grün eingezeichnet. Es kommt ja in letzter Zeit häufig vor, dass Bäume bei Sturm oder Orkan umstürzen und die Oberleitung beschädigen. Die Strecke über Dömitz wurde nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs nicht wieder aufgebaut und nach der Wende in den 1990er Jahren auch nicht. Noch immer stehen dort die Überreste der zerstörten Eisenbahn-Elbbrücke. Für den Straßenverkehr wurde eine neue Brücke gebaut, für die Schiene wurde nichts getan. Es lassen sich in anderen Teilen Deutschlands sicher ähnliche Beispiele finden. Ein dichteres Bahnnetz wäre krisenfester und leistungsfähiger als das jetzige ausgedünnte Netz. Daher nochmals mein Appell an unsere Politiker und Politikerinnen, bitte sorgt dafür, dass vorrangig das Bahnnetz in Deutschland ausgebaut und erweitert wird. Schiebt es nicht auf die lange Bank, fangt jetzt damit an. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.